Hey Guys and Girls, hier ist wieder euer Grid Gamer, zurück zu Let's Play Overlord. Wir haben im letzten Part erfolgreich den Tempel mit der Baustelle, also die Baustelle für den Tempel, so rum ist es richtig, abgeschlossen und haben ein paar Scherben geschaffen, nämlich mit der Statue der Muttergöttin. Oh ja, genau so sieht's aus. Das dürfte sehr interessant werden, weil die gute Diebin, die wir mal im Dunkelwald angetroffen haben, von nichts eine Ahnung hat. Das ist das Zentrum der Zwergenbrauerei. Ihr ganzes Imperium ist auf diesem Gebräu aufgebaut. Ja, ist schon klar, aber ich frag mich, wie ich da jetzt hinkomme. Rechnet nicht mit einem Begrüßungskomitee. Wie komme ich denn da hin? Gibt ja nur den einen Weg. Oder ist es für später? Das ist vielleicht für später. Mal gucken. So. Dann zünde ich die beiden Herren erstmal an. Und ja, das erledige ich dir. Sehr gut. Sofern angegriffen, dann den Rest gegeben. Möchte auch jemand eine fette Axt haben? Achso, nee. War doch keine fette Axt mehr. Okay. Was machst du denn hier? Wolltest du etwa auch das einzig wahre Weißstein da trinken? Oh, jetzt geht's in die Bierbrauerei und wir sollten den Bierkessel holen. Oh, endlich kostenloses Bier für meine Schergen. Let's go! Da bin ich jetzt so motiviert wie noch nie zuvor. Endlich! Eine Aufgabe, für die es sich wirklich lohnt, hineinzuknien. Eine Brauerei. Oh yeah. Da freuen sich meine Schergen schon bestimmt. Er läuft direkt durch den Berg. Goldos Festung muss auf der anderen Seite sein. Ja, stimmt, wir können ja jetzt mehr Schergen mitnehmen. Ja, seid ihr schon gespannt auf das Bier? Das kann ich mir gut vorstellen. Du brennst erstmal. Oh ja, das muss es sein. Frisch aus der Presse. Guck mal, wie es da heraussaftet. Ist das nicht unglaublich? Oh ja. Das ist das Paradies. Für den Overlord. Für die Schergen. Das ist es endlich. Die Verbindung aus dem besten Bier in Deutschland. Warsteiner. Erdinger Weißbier. Oh. Hört's an, wie es sich unsere Schergen genießen lassen. Wie sie es gönnen lassen. Okay, entschuldigt, falls der Ingame-Sound gerade so laut war. Ich habe aus Versehen vergessen, bei meinem Aufnahmeprogramm die Soundeinstellung zurückzustellen. Das tut mir wahnsinnig leid. Wahrscheinlich habt ihr mich jetzt voll schwer verstanden. Ich entschuldige mich für die Dummheit. Entschuldigung. Ah, das ist cool mit dem Flammenwerfer. Und Attacke! Los! Ah, die Grünen sind super. Vor allem, wie zielgenau die sind. Das ist ja brillant. Wie schon gesagt, hier gibt es die perfekte Verbindung zwischen Erdinger Weißbier und dann auch noch dem Warsteiner, dem einzig wahren. Für alle Bierdinker da draußen, was ist so euer absolutes Lieblingsbier? Betrunkene Wichte, zu sehr mit dem Saufen beschäftigt, als dass sie Ordnung halten könnten. Sagt es mal meinen Schergen. Guck, selbst sie waren gerade so besoffen, dass sie nicht wussten, was los war. Oh, was haben wir jetzt für ein Schild bekommen? Den Schild hier, der Heiligenschild. Sieht schön aus. Werden wir mal gleich ausprobieren. So, es verletzt keinen, das ist das Problem, aber wir haben gehört, es soll gegen zurückhalten. Und was machst du denn hier? Guck, die sind schon zu betrunken, die wissen nicht, was mehr los ist. So, kommt wieder auf die Beine und dann geht's weiter. Ich persönlich bin ja absolut kein Biertrinker. Ich habe in meinen 19 jungen Jahren bisher noch keinen einzigen Tropfen Alkohol angefasst, getrunken oder sonst was damit gemacht. Nope. Ich habe nichts getrunken. Die Zwerge bauen nur deshalb unterirdisch, damit es nicht in ihr Bier regnet. Ja. Die Ohren nachzufallen, scheint der hier ganz schön zu tanken. Vielleicht sollten wir ihn ausnüchtern, Herr. Ja, hier gibt's ganz schön viel Horror. So, und ich glaube, dieses Schalter hier. Genau, die kann man umlegen.
Okay, still. Nehm das. Ja, weiß nicht, was ich jetzt mit denen halten soll. Ich lasse gleich nochmal Gegner kommen. Dann mal gucken, was dann passiert. Ah, oh, macht das Spaß hier. Ich glaube, meine Schergen sind doppelt und dreifach motiviert, hier jetzt ranzugehen. Jawohl. So, die erste Speiche wird schon mal weggebracht. Genau, da könnt ihr euch mal neue Weapons herholen. Ich muss mein Headset nochmal neu richten. So. Und hier spielt auch so eine schöne Musik, so richtig marschmäßig, so dum, 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 dum. Guckt euch mal die ganzen Warrior an. Guck mal, da ist eins uns fertig. Mensch, das ist schon jetzt ein Qualitätsabbruch. Da wird Stiftung Warentest aber nicht glücklich sein. Geht ja nicht. So. Die nächsten Gegner können kommen. Ich möchte mal meinen neuen Schild austesten. So. Niemand will sich irgendwas holen. Oh, schade. Die Marschmusik ist vorbei. Egal. Gönnt euch. Alter, wie viel Bier. Direkt frisch aus Fässern. Ja, besser kannst du nicht sein. Los, greift an! Während ihr noch im Sturz besoffen seid. So, und alle wieder versammeln. Damit nicht meine Schergen noch verloren gehen in ihrer Sturzbetrunkenheit. Oh oh, das sind welche da oben. Ne? Oh, da müssen wir uns jetzt schnell durchbrechen. Schnell, Beilung. Oh, Alter, werden wir von denen geschossen. Nicht gut. Oh, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Nicht pissen! Piss später! Gott's Wille. Steh auf, schnell, wenn du es noch kannst. Puh. Meine Güte. Macht mir nicht so eine Angst. So, ich muss ein paar neue Schergen holen. Sonst stelle ich mich in eine Gefahr hinein, in die ich mich bestimmt nicht begeben will. Ah, perfekt. Hier gibt es genau die Schergen, die ich will. Perfekt. So, vielleicht mit viel Glück können die Grünen auf die Erhöhung da springen und die Sniper zum Sturz bringen. Man kann auch sagen, zum Sturz B dringen. Haha! Wisst ihr, weil es sich mit betrinken ähnelt. Ha, ha, ha. Nicht witzig. War mir ja fast klar. Ah, das sind die nächsten. Stimmt, ich wollte ja mein Schild verwenden. Egal, das machen wir irgendwann später. Ich finde ja eh nicht so klasse. Aha, da konntest du wieder einen Schalter umlegen. Ah, und dann öffnen sich wohl die Tore hier. Boah, die Großen sind gar nicht mal so schlecht. Ja, guckt euch die Bierkessel an. Die schlafen ja noch direkt daneben. Also die Zwerge, die gönnen sich. Haben direkt ihre Heimatstätte direkt neben der Bierbrauerei angelegt. Also besser kann es denen wohl nicht mehr gehen. Mensch, Mensch, Mensch. Was ist das für ein Volk? Das sind, glaube ich, wirklich typisch Bäuer. Nix gegen die Bayern. Ah, da hinten ist nochmal so ein Schalter. Wollen wir den doch mal umlegen. Ah! Das scheint wohl da hinten was zu sein. Okay, leg den mal um. Der eine fliegt. Nicht in den Abgrund fliegen, ja, Gott sei Dank. Oh! Wo kommst du denn her? Nein, falscher Zauber. Den Zauber wollte ich. Ja. Na, was geht? Ah! Ja, ich glaube, der greift mich tatsächlich an. Das heißt tatsächlich, der Schild lässt die Gegner mich nicht angreifen. Sprich, wenn ich mal ganz alleine in einer Gruppe von Gegnern bin, ist dieser Schild perfekt. Ich verstehe schon. So, komm her, mein grüner Kompane. Mein grüner Stinker. Oh, das sind die Sniper. Oh, voll. Ich hatte jetzt voll. Autsch. Das gehört mir. Hier,
Das hat jetzt wehgetan. Okay. Schnell zurückziehen, da macht es gleich bei der Boom. Trotzdem noch explosives Zeug hier drin lagern. Bei mir. Das ist natürlich eine gute Idee. Die Zwerge sind schon komisch, oder? So, die Sniper hätten wir jetzt ausgeschaltet. Jetzt sollten wir hier ja gefahrlos durch können. Sehr gut. Dass die durchkommen... Ja, die haben wahrscheinlich schon vor langer Zeit richtig viel Promille zu sich genommen, um durch den Tag zu kommen. Bin mir sicher, die müssen ein bestimmtes Maß trinken. Weil sonst kommen die ja nicht durch. Ey! Verschließ mir hier mal nicht einfach unfreundlich die Tür. Ich glaube, es geht los. So, bei den Großen helfe ich mal nach. Ich bekomme trotzdem voll viel Leben, obwohl ich es gar nicht will. Naja, komm nichts dagegen. Warte, ich schlürfe mal kurz die Kostprobe. Boah, starker Geschmack. Starker Geschmack. Okay, auf die dürfte ich kurz draufstürzen. Die Grünen sind genial. Guckt euch an. Zack. Sehr genius. Rennen. 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 Und tschüss. Drei Feuerbälle und sie sind weg. Auch nicht schlecht. So, und die nietet ihr jetzt auch mal um. Oh, da kommen noch welche. Ich wollte gerade sagen, was ist in dem Raum da drin? Da kommt eine kleine Verstärkung. Okay. Die erledigen wir. Here we go! Zack, 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 zack. Ey, die Grünen sind ja genius. Und den macht er auch noch platt. Wunderbar. Die Grünen sind genius mit dem Zauber. Das ist ja brutalst. So, der Zwerg gerade so. Oh, da kommt Gegner. Was soll ich tun? Oh, oh, das sind die Nächsten. Umnatzen und Miet, wollte ich gerade sagen. Alles klar. Oh, da können sie jetzt mal Bierfass mal zur Abwechslung abstellen. Ja, da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Da ist eine Speiche. Die könnt ihr mal holen. Oder einer zumindest. So, nochmal alle zurückziehen, weil ich will noch ja kurz fertig plündern. Man weiß ja nie, was hier alles versteckt ist. Vor allen Dingen hier in diesem riesigen Bierbiotom. So, das können wir noch beiseite schieben. Oha. Guckt euch das mal an. Das dürfte kurz mal alles zerstören. Und sammeln, sammeln, sammeln. Die Musik finde ich so richtig geil hier. Du, 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 du. Aha, da hinten ist auch noch eine Schatztruhe. Aber ihr dürft erstmal alles. Alles sammeln, was es gibt hier. So, ey, guckt euch das an, was hier alles gibt. Wir haben schon fast 30.000 Gold wieder bei Sam. Kann einer noch das sammeln? Okay, ich schicke euch mal hoch. Das gehört mir. Genau so sieht's aus. Schatz. Hi. Ihr seht ein bisschen verglitscht aus. Oh, ich glaube, die sind echt verglitscht. Nein, als ob jetzt. Nein. Bitte, entwirrt euch. Das war nicht ernst gemeint. Oh, ja, ja, weiter, weiter, weiter. Ja. Okay, ich glaube nur einer ist verglitscht. Doch nicht. Oh, nochmal alle freigekommen. Gott sei Dank. Jetzt hatte ich echt Angst, einfach so die Hälfte der Schergen zu verlieren. Ach, zum Glück. So, das darf jetzt mal einer gerne nehmen. Ah, und hier kann man wohl eine Brücke ausfahren. Das ist auch sehr gut. Jo. Perfekt. Hat jetzt ein...
Ich sagte, einer soll die Stange mitnehmen. Mensch, ey. Sind wir seid ihr schon so besoffen, dass wir nicht mehr hören können, oder was? Mensch, ey, die Schergen. So, wie gesagt, Späße müssen immer in dem Let's Play sein. Mir ist aufgefallen, ich lache vielleicht ein bisschen zu wenig und man kann es falsch verstehen, was ich da immer sage, aber das meiste ist wirklich nur zum Spaß da und zur Unterhaltung. So. Können wir uns jetzt den Aufzug herbeiholen? Ah ja, da kommt er ja, oder? Jo, das ist er. Ah, sehr schön. Dum, 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 dum. Oh, kommt noch mehr Verstärkung an Zwergen. Die nieten wir mal ganz schnell um. Attacke! Autsch. Könnte es wagen, mich anzugreifen. Und alle tot. Ey, die Grünen sind ja klasse. Ich bin begeistert von denen. So, und jetzt dringen wir noch tiefer in die Brauerei ein. Oh yeah. Okay, let's do it. Mist! Die Tür ist schon mal zu. Das ist das Zentrum der Brauerei, Herr. Hohoho, das gefällt mir. Dass diese Zwerge mir mit Schlagen geschlagen haben, solltet ihr vorsichtig sein. Okay, ich lass mal meine blauen hier. Der Rest kommt durch. Beeilt euch, da oben sind Scharfschützen. So. Okay, jetzt müsst ihr euch schnell zurückziehen. Ja, einen konnten wir rescuen. Das ist sehr gut. Nein, noch einer hat's erwischt. Okay, so. So, jetzt ist da drüben das nächste, der nächste Schalter, den wir umlegen müssen. So, die Stärken müssen da drauf können. So, ich aktiviere mal den Zauber, dass sie stärker sind und auch mehr Abwehr haben. Das darf man ja nicht vergessen. Der Zauber lässt mehr Abwehr gehen. Kommt, prügelt euch da durch. Und jetzt zurückziehen. Okay. Oh, da kommen die nächsten. Attacke! Schnell, schnell, schnell! Zack, zack, zack. Ey, die Grünen sind so genial. Ich brauche mehr Grüne für die nächsten Areale. Ich brauche mehr Grüne. Wenn ihr ihn stehlt, versetzt ihr den Zwergen einen schweren Schlag. Nicht allein ist nicht ihre Sache. Hehehe. Bringt ihn in den Turm, dann werden eure Schergen dauerhaft gestärkt. Und sie lassen sich nicht mehr ins Bett stecken. Weil sie ständig aufgedreht sind wegen dem Bier oder was? Die Zwergen haben kein Bier mehr, die Zwergen haben kein Bier mehr. Geh mal Bier holen, Bier holen. Oh was, da kommen noch welche. Na gehört doch, kommt doch. Los. Wollt ihr etwa euer Bier zurückhaben? Tja, zu schade. Das kriegt ihr nicht mehr. Das gehört jetzt mir, dem Overlord und meine Schergen. Das ist also das Geheimrezept des Erdinger Weißbiers. Endlich besitze ich Begriff davon. Und zwar genau jetzt. Ich bin mir sicher, dass es das getan hat. Sehr schön. So, und dann können wir jetzt noch hier durch diesen Haupteingang durch. Weil schließlich hat sich der ja auch noch geöffnet. Mal gucken, was da dahinter ist. Die Hintertür der Brauerei ist jetzt offen. Schöne Sache. Und wie es aussieht, ist hier eine der größeren Festungen. Ich glaube, wir sind unserem Ziel schon ganz nahe. Aber hier stehen zwei Elfen. Habt ihr irgendwas zu sagen? Die letzten Elfenfrauen. Ich hörte sie da drin laut weinen. Ohne sie ist unsere uralte Rasse dem Untergang geweiht. Ihr würdet euch in die Höhle des Zerstörers begeben? Sie ist voller Schätze. Aber ihr müsst bereit sein, den Meister und sein Ungeheuer zu zerstören. Es heißt, er nennt es Feuerwalze. Eine Schlacht und Schätze.
Das klingt doch richtig gut, Meister. Okay. Finde ich schön, wie ich sehr dran steht. Bestimmt das Schicksal der Elfen und was andere, nimmt Gold, irgendwas, das Spielzeug weg oder so. Irgendwas so hieß es auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ja, das war doch mal ein sehr erfolgreicher Part. Wir haben die Bierbrauerei erfolgreich geplündert. Finde ich ja gerade mal schön. Wieso packe ich denn meine Frauen zurück? Stimmt, weil ich mich raus teleportieren wollte. Egal. Kommt wieder her. Fürs Abschlussgruppenfoto ist es doch immer schön. Also Leute, das war dieser Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ja, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hoffentlich habt ihr noch einen schönen Tag da draußen. Und ich würde sagen, bis denne und ciao, Leute.